Zu den zahlreichen Gütern, die täglich im Überseehafen umgeschlagen werden, gehören auch Erzeugnisse, die nicht land- bzw. seeseitig herantransportiert werden, sondern vor Ort im Hafengebiet produziert werden. Die unmittelbare Nähe zum Wasser bietet insbesondere Herstellern von überdimensional großen Industriegütern einen logistischen Vorteil. Schwere und sperrige Fracht kann direkt aufs Schiff verladen werden. Aus diesem Grund siedelten sich in den 2000er Jahren im Überseehafen unter anderem der Kranbauer Liebherr und der Großrohrhersteller EEB Special Pipe Constructions an. So werden unweit des Liebherr-Werkes auf Pier 3 zum Beispiel komplette Hafenmobilkrane verschifft. Am Fuß des Hafenbeckens C gehen bis zu 120 Meter lange Monopiles über die Kaikante, die der Hersteller EEB für Offshore-Windkraftanlagen fertigt. Mit der Ansiedlung von Produktionsbetrieben hat sich der Überseehafen zum größten maritimen Gewerbegebiet in Mecklenburg-Vorpommern entwickelt. Neben dem Zugewinn an Wertschöpfung entstanden zahlreiche Arbeitsplätze. Allein Liebherr und EEW zählen mehr als 2600 Beschäftigte. Rostock Port strebt an, die Hafenfläche für künftig noch mehr Produktion und Güterumschlag am Wasser zu erweitern.